Obernkirchen, eine kleine Stadtsiedlung in Norddeutschland. Die niedersächsische Bergbaustadt wird auf der Landkarte oft nicht einmal erwähnt. Mit Wurzeln aus dem 8. Jahrhundert und Schätzen verborgen in ihrer Geschichte sowie ihrem mittelalterlichen Stil zieht sie unvermeidlich das Auge des Besuchers an. Wie Mainz, während meines einwöchigen Besuchs. Nur, dass ich hier meine erste Kindheit verbracht habe, bevor ich sie mit meiner Familie verließ. Bevor ich mich für immer in Griechenland niederließ. Die alte Kirche von St. Marien ist die prächtigste Präsenz in der Innenstadt. Mit beeindruckenden gotischen Dimensionen, dunkel und mysteriös, erinnert sie an vergangene Zeiten. Neben der Kirche ruht ein älteres, stilles Gebäudekomplex in der Gelassenheit und Ruhe seines abgelegenen Nestes. Es ist das Marienstift. Damit beginnt die Geschichte der Stadt. Der Name Obernkirchen leitet sich vom zusammengesetzten deutschen Wort Oberen Kerken ab, was obere Kirche bedeutet. Nach einem historischen Hinweis aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wurde von Kaiser Ludwig dem Frommen in der Gegend ein Kloster gegründet. Um 936 wurde das Kloster während eines ungarischen Überfalls geplündert und niedergebrannt. Die Geschichte des Ortes scheint jedoch noch früher angefangen zu haben, und zwar mit einer Burg. Die Bezeichnung Castrum Buckerburg geht zurück, obwohl nicht bestätigt, auf eine Erwähnung von 775. Heute ist der Ort der Burg, die einst, wie sich die Menschen vorstellen, hier dominierte, bekannt mit dem Namen Alte Bückeburg.
Das Kloster wird um 1167 erneut erwähnt, als Bischof Werner von Minden an der Stelle des alten Ruinierten ein neues aus Sandstein errichten lässt. Es ist das Augustinerinnenkloster, dessen Nonnen sich alles andere als vorstellen können, dass sich eine Stadt um den Kern ihres Wohnsitzes entwickeln würde. Im 5. Jahrhundert entwickelt Augustinus von Hippo in Numedien, was heute Algerien gehört, die Regel, die das gesamte westliche Christentum betreffen wird. Liebe, Harmonie und Unterwerfung in der Religionsgemeinschaft, gegenseitige Ermahnung und regelmäßige Kontrolle, Aufgabe von persönlichem Eigentum, Abstinenz von jeglichem materiellen und physischen Verlangen, Fasten und Gebet. Die Augustinerinnen bleiben der Regel getreu. Das Kloster wird Mitte des 16. Jahrhunderts mit religiösen Reformen und der Etablierung des Protestantismus als Protest gegen die Praktiken des Katholizismus und die absolute Autorität des Papstes neu organisiert. In seiner neuen Eigenschaft als nobles Frauenkloster dient es einer Vielzahl von Zwecken. Es beherbergt wohlhabende ältere Witwen, kümmert sich um die Kranken und organisiert Mahlzeiten für die Bedürftigen. Auch kümmert es sich um die Erziehung von Mädchen aristokratischer Familien, wie im 20. Jahrhundert Friederike von Hannover, der späteren Königin von Griechenland. Heute ist das evangelisch-lutherische Stift immer noch im Betrieb dank seiner gewidmeten Damen, auch genannt das Kapitel. Vierzehn Jahre nach dem Vandalismus der Ungarn um 1181 setzt Kaiser Barbarossa vom Heiligen Römischen Reich das Gesetz der Anwendung dessen ein, was man heute Marktrecht nennt. Das Recht, auf einem ständigen Markt unter dem Schutz der Adligen zu handeln. Fast 400 Jahre danach, im Jahre 1565, erwirbt die Siedlung dank Graf Otto IV. Aus Schaumburg zum ersten Mal eine dörfliche Substanz mit örtlichem Recht. Wenige Jahre später, um 1571, wird dem Bürgermeister und Stadtrat der Siedlung Obernkirchen das Siegelrecht erteilt, dessen Symbolisierung ein Nesselblatt mit drei Nägeln und die Kirche heute noch als Stadtwappen gilt. Gleichzeitig erwerben die Einwohner für eine geldliche Gegenleistung das Recht auf Befreiung vom Status der billigen und armen Leibeigenen, die auf dem Land des Klosters arbeiten, um Schutz, Gerechtigkeit und Lebensunterhalt zu sichern. Im frühen 17. Jahrhundert erhöht Ernst von Schauburg Obernkirchen auf den Status der Stadt und besiegelt damit die künftige Entwicklung der Ortschaft. Obernkirchen mit einer Bevölkerung von gerade mal über 9000 Einwohnern
liegt in der weiteren Umgebung von Schaumburg. Die Stadt gehört zu Niedersachsen, einem der 16 Bundesländer Deutschlands. Vorwiegend tätig im Bergbau, wird sie charakterisiert als Bergstadt. Obernkirchen liegt am Westhang des Bückebergs, dem höchsten Gipfel der Bückeberge. Die Gründung der Stadt an dieser Stelle ist kein Zufall. Bereits in der Vergangenheit entdeckten die Bewohner, dass der Berg eine nützliche Steinart im Untergrund verbirgt, den Sandstein. Bekannt auch als Bremer Stein, der von Händlern nach Bremen, eines der Hauptexportziele, entweder zur sofortigen Verwendung oder zur Weiterverarbeitung per Schiff über die Weser transportiert wurde, wird der Obernkirchener Sandstein leicht, feinkörnig und widerstandsfähig gegen schädliche Umwelteinflüsse als Baustoff und als dekoratives Element in Böden und Wänden eingesetzt. Die Bergbautätigkeit in Obernkirchen beginnt bereits im 12. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert organisieren sich die Steinhauer zum ersten Mal in eine Zunft. Der systematische Export des Sandsteins in Überseeländer wie Dänemark, Schweden, Norwegen, die Schweiz, den Balkan und Amerika bringt Wohlstand sowie weltweiten Ruhm der Stadt und ihren Steinmetzen. Viele bekannte Gebäude wurden aus dem Obernkirchener Sandstein gebaut oder restauriert, wie der russische Palast von Katharina der Großen in St. Petersburg und das Weiße Haus in Washington. Heute wird der Betrieb von den Gebirgsbrüchen fortgesetzt, in denen Rohblöcke aus den Tiefen der Erde gewonnen, um dann auf dem Markt vertrieben zu werden. Im Zentrum der Stadt steht ein weiteres religiöses Bauwerk, die katholische St. Josef-Kirche aus Sandstein im neuromanischen Stil. Um 1908 weiht der Bischof von Fulda die Kirche ein. In ihrer imposanten Position und dem 38 Meter hohen Glockenturm kann sie den Besucher unmöglich gleichgültig lassen.
Ein Wahrzeichen der Stadt ist auch der historische Bahnhof an der 115 Jahre alten Eisenbahnlinie zwischen Stadthagen und Rinteln. Die Strecke ist kulturell geprägt und der Zug mit dem Namen der Schauburger fungiert als Eisenbahnmuseum, das allen Mitreisenden die Möglichkeit bietet, die atemberaubende, malerische Landschaft des Schaumburger Landkreises bis ins Wesertal kennenzulernen. Die Geschichte der ersten Bewohner Obernkirchens ist jedoch viel älter, als man sich vorstellen kann, und reicht bis etwa 140 Millionen Jahre zurück, als der Sandstein gebildet wurde und prähistorische Lebewesen auf ihm für immer ihre Abdrücke hinterließen. . 2007 werden die in den Bückeberger Sandsteinbrüchen bislang unbekannte Spuren von Sichelklauensauriern zum ersten Mal entdeckt. Seitdem zeugt eine in der Stadt platzierte Sandsteinplatte von jener vergessenen Zeit. Das zwischen 1904 und 1905 im Auftrag des Bergbaus erbaute Trafohaus am Kirchplatz versorgte Obernkirchen als erste Stadt in Schaumburg mit Strom aus einer Produktionsanlage im nahegelegenen Stadthagen. 1993 unterlag es erheblichen Brandstiftungsschäden. Nach dem Wiederaufbau blieb das Trafohaus bis 1996 im Netz. Seit 1997 prägt es die kulturelle Szene der Stadt, die sich von Zeit zu Zeit am Kirchplatz abspielt. Gegenüber der St. Marienkirche und dem angrenzenden Klosterkomplex ist ein klassisches Gebäude, einst eine Schule, in ein Museum umgewandelt worden. Seine Exponate informieren den Besucher über die Geschichte des örtlichen Wirtschaftslebens. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versorgte sich die Stadt mit Strom durch die Verbrennung von Kohle, die auf Förderwagen über Eisenschienen durch unterirdische Tunnel transportiert wurde. Die Geschichte des Kohlebergbaus besteht seit etwa 500 Jahren. Der Bergbau am Fuße des Bückebergs wird 1961 eingestellt, da kostengünstigere Energiequellen für Haushalte, Gewerbe und Industrie entstehen. Ein lebendiger Beweis dieser Epoche und ein Ornament für das Museum ist die Wohnung des Bergmanns Friedrich Völkening, die seit 1920 fast unversehrt im Museum weiter besteht. Durch die Nutzung von Kohle als Energieträger
entstehen in Obernkirchen eine Brikettfabrik und eine Ziegelei, deren Aktivitäten mit der Stilllegung des Kohlebergbaus aufhören. Zu den ökonomischen Aktivitäten Obernkirchens gehört die Glasfabrik Haie. Die Anfänge des Gewerbes lassen sich bis 1799 zurückverfolgen, als der Glasmeister Johann Conrad Strom außerhalb der Stadt eine Glashütte errichten lässt. 1822 übergibt Conrad die Glashütte einem neuen Besitzer, der sich bereits 1823 den Betrieb mit dem Bremer Handelsherrn Caspar Hermann Haie teilt. 20 Jahre später führt Haie die Glasfabrik allein weiter. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts gehört das Unternehmen einem irischen multinationalen Konzern mit 22 Tochtergesellschaften. Für Obernkirchen der größte Arbeitgeber der Stadt, der seine Dienstleistungen weiterhin international anbietet. Die privilegierte Apotheke der Papebrüder aus dem 18. Jahrhundert mit ihrem speziellen Schalter für Besucher, die sich mit ihrer gesamten medizinischen Ausstattung in ausgezeichnetem Zustand befindet, ist ein lebendiges Dokument der Medizingeschichte des Ortes. Das Berg- und Stadtmuseum Obernkirchens birgt in seinen Kammern wertvolle Schätze der städtischen Geschichte und ist deshalb einen Besuch wert für alle, die sich für historische Forschung interessieren. An dir liegt mein ganzes Herz, denke oft an dich mit Schmerz. Dein Bild, eine lebendige Erinnerung, aus Zeiten, ich war noch so jung. Obernkirchen meiner Kindheit, Stadt meiner Vergangenheit, wünsche dir den Pfad zur Ewigkeit, nun trenn uns Wege kilometerweit.